Der Schritt in die Selbstständigkeit ist immer mit Mut verbunden. Im Fall von Raimonda und Sinan war allerdings ganz schön viel davon im Spiel. Beide verbrachten die letzten Jahre an einer Supermarktkasse und lernten sich auch dort kennen. Schon damals entwarf die Mönchengladbacherin in ihrer Freizeit gerne Kleidung. Und auch für ihn war Mode schon immer eine Leidenschaft. Kaum fertig mit der Ausbildung als Einzelhandelskauffrau ließ Raimonda den Discounter hinter sich und eröffnete ihre eigene Modeboutique. Seit Ende 2012 kann man bei La Monda in der Reiter Innenstadt nun Mode für Männer und Frauen kaufen. Das war schon immer geplant. Damals sollte das ein bisschen anders heißen und wir wollten eigentlich auch immer unsere eigenen T-Shirts machen. Und eigentlich seitdem wir uns kennen, seit 2005. Und das war halt immer schon unser größter Traum. Und dann hat sich das alles so ergeben mit der Zeit. Sinan wird seine Ausbildung erst 2013 abschließen, möchte dann aber auch in die Modebranche einsteigen. Im Gegensatz zu Raimonda möchte er parallel auch noch studieren. Ich wollte halt gucken, dass ich mich noch weiterbilden kann. Ich habe mir überlegt, eventuell ein Studium in Angriff zu nehmen und um das noch dieses Betriebswirtschaftliche zu vertiefen, um das halt professioneller fortführen zu können. Das Herzensprojekt der beiden Boutique-Betreiber sind eindeutig ihre selbstdesignten T-Shirts. Alle bisherigen Modelle sind in schlichtem Weiß gehalten und mit selbstdesignten Drucken verziert. Und die sind nicht nur hübsch, sondern erzählen auch alle ihre ganz persönliche Geschichte. Wir haben halt ein schwarzes Büchlein, da schreiben wir unsere Ideen rein und das halt, was uns immer einfällt, das habe ich auch immer dabei. Das hat alles einen Hintergrund. Wir drucken da nicht einfach irgendwas drauf, sondern das bedeutet alles irgendwas. Neben ihren eigenen Kreationen verkaufen die beiden Reiter aber auch Kleidung, Accessoires und Schmuck, die nicht ihre eigenen Werke sind. Auch hier legen sie besonders viel Wert auf gute Qualität und einzigartige Designs. Heute haben Raimonda und Sinan Model und Freundin Medina in ihr Geschäft bestellt. Sie soll alle selbstdesignten T-Shirts vorführen, damit Aussehen und Schnitt überprüft und eventuell für die kommenden Modelle optimiert werden können. Die neuen Entwürfe sind schon im Druck und können schon bald im eigenen Laden und online bewundert und gekauft werden. Lass dich einfach mal überraschen. Also es kommen immer neue Sachen, wir haben immer neue Ideen und da wird noch einiges kommen. Aber warum ausgerechnet Reit? Der Stadtteil ist immerhin mehr für Leerstand und weniger für modische Innovationen bekannt. Selbstständigkeit ist immer ein Risiko. Die Zukunft ist immer ungewiss. Man weiß nicht, wie sich das entwickelt. Aber ich setze auf meine Klamotten und ich bin guter Dinge. Raimonda und Sinan sind überzeugt von ihrem Konzept und haben mit La Monda noch so einiges vor. Wer sich selbst von der Mode der Mönchengladbacher überzeugen will, kann das auf der Friedrich-Ebert-Straße 42 in Reit oder online unter www.la-monda.de.